So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich bin der Ramses, das ist der Hannes, ne? Moin. Beide in weiß unterwegs. Wir testen wieder Takis, alle Sorten, die ich da habe. Letztes Mal haben wir die Takis Crunchy Fajitas getestet. Die haben uns enttäuscht, ja. Weil die haben irgendwie geschmeckt wie so Pizzastangen. Die waren auch nicht sonderlich scharf, da waren die Guacamole auf jeden Fall schärfer, obwohl beides die... denselben Wert hat am Thermometer, was da dran ist. Heute wollen wir die Takis Fuego testen und die haben gar keinen Thermometer an der Seite. Das hat irgendwie gar keine Beschriftung irgendwie, aber dann irgendwie auch doch, weil wenn du es rumdrehst, hast du hier hinten plötzlich so Flammen drauf. Das ist die einzigste Packung, wo hier auf der Rückseite so Flammen drauf sind. Takis Fuego im extra kleinen Beutel. Aber das erst einmal, das ist der kleinste Beutel, den ich überhaupt habe von allen. Vorhin haben wir die Reihenfolge anders gemacht. Trink mal den erstmal ein. Ja, kein Problem. Ja. Hannes, wir neutralisieren wie die Profis. Ja, so wenn keiner hier aus, rumlästert, dass man noch gar nichts schmeckt. War noch ein Spucknapf, wo man immer so raushauen kann. So, wir machen die mal auf. Eigentlich steht da ja schon Extremo hinten drauf, also müssten die eigentlich richtig brutal scharf sein. Füllen die jetzt hier ein. Also vom Aussehen her sind das bis jetzt die besten, muss ich sagen. Es ist halt gefühlt nichts drin, aber danach überhaupt noch Geschmack. Das sind die Fuego. Das müsste das Thumbnail sein und die sehen richtig brutal aus, richtig rot, richtig scharf? Das werden wir jetzt rausfinden, wenn wir die mal probieren. Also was ich komplett merke ist Limette. Es schmeckt alles so extrem nach Limette gerade. Mm. Schärfe ist... Er ist gar nicht da. Ich glaube, das kommt ganz verspätet hinten raus. Am besten man isst einfach gleich noch einen dazu. Also rotes Pulver ist am Start, du kriegst rote Lippen davon. Die mögen zünden im Abgang, aber das kommt alles irgendwie so spät, da hast du schon nichts mehr von dem Ding da. Und mir ist dieser Limettengeschmack einfach viel zu aufdringlich, viel zu penetrant. Ich möchte einfach scharfe Tortilla-Chips sozusagen essen, aber irgendwie ist bei Takis immer so viel Limette drin, was mir nicht mundet. Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, aber sind ja Limetten abgebildet, da muss man wohl mit leben. Also ich finde, das sind wahrscheinlich die schärfsten bisher, die wir hatten, aber auch die, die am meisten nach Limette schmecken und deswegen sehr penetrant. Wieder zu gewöhnungsbedürftig, zu aufdringlich. Also da esse ich lieber diese Habanero Tortillas, die es gibt und die knallen richtig rein und die haben guten Geschmack ohne störende Limette. Na, sind die schärfsten bisher, machen wir uns nichts vor, das passt. Fuego knallt auf jeden Fall rein, aber mit Limette kombiniert, ja, das ist nichts für mich so. Das war ein Fuego und beim nächsten Mal haben wir eine neue Sorte, steht zumindest neu drauf. Da haben wir hier nämlich noch liegen, New Takis Dragon Sweet Chili. Beim nächsten Mal also Dragon Sweet Chili. Sonst war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Pfiat euch.